Wieso installieren? Du musst bloß anschalten. Naja, die Kamera hinmachen und Wieso machst du anschalten. die Kommt weg? halt drauf an, wie dein Setup so ist bei mir. Ich muss auch immer einiges rumrödeln. Meins ist halt dauerhaft aufgebaut. Ja, schön für dich. Du müsstest halt bloß im Sitzen spielen, wenn du sonst spielst, Lumi. Nee, ich kann ja sonst nicht spielen, weil ich ja keine passenden Kabel habe. Immer noch nicht. Also entweder ich trage meinen Fernseher an den Schreibtisch und stecke ein, zwei Sachen um, oder ich kann halt nicht zocken. Ach Also, so. oder ich kann auch nicht streamen. Und die Kira hat letztens die Kamera einfach mal demontiert. Immer noch, Schön. du musst halt die Katze ein bisschen besser erziehen. Ich weiß, Katzen lassen sich schwer erziehen, aber sie lassen sich erziehen. Ja. Also, So, als ich mach die ich mir Katzen von jetzt. der Freundin hier hatte, habe ich dann einfach alles um den Schreibtisch rum so weggemacht, dass sie nicht mehr Die geht ja sogar hin. hochgekommen sind auf den Schreibtisch. Die geht ja sogar, wenn ich am Schreibtisch sitze, geht die hinten, wo der PC ist, wo die Kabel sind, geht die da hinten hin ja, Moment. zieht mal meine Maus immer ein Du Stück hast weg. die Katze, du hast alles so weggemacht, dass also die Katzen hier auf den Schreibtisch gekommen sind, aber die kommen doch, die springen doch einfach da hoch. Alte Katzen. Okay, Hoher alte Schreibtisch, Katzen, die nicht alte springen können. Katzen. Unfähige Katzen, okay. Nee, die sind halt 16 Jahre alt und der Schreibtisch ist schon verdammt hoch und die eine sieht auch nichts mehr. Sag ja, unfähige Katzen, okay. Die eine hat es tatsächlich geschafft, die ist dann auf meinen Schreibtischstuhl und dann auf den Schreibtisch, um dann alle meine Unterlagen für die Uni, ja, da liegen tatsächlich welche, durcheinander zu bringen. Läuft. Und dann habe ich halt den Schreibtischstuhl weggeräumt und dann ist sie immer nur bis auf meinen Schreibtischstuhl gesprungen und fand es dann irgendwie gemütlich genug und ist dann da hocken geblieben. Nicht mehr auf meine Unterlagen. Wer hatte denn letztens Heu bekommen? Kann man das in das Silo legen? Ja, kann man einfach Ah rechts, also ja. hingehen, glaube rechts draufklicken oder so. Nice. Wir hatten die Steine zum Mineralien geräumt, what the fuck? Keine Eben Ahnung. das seine. Irgendjemand hat es bestimmt getan. Könnte ich gewesen sein. Ich habe gerade Mineralien reingemacht. Wann geht's jetzt los um 9, ne? Da geht's los. Wir müssen noch die Tiere machen. Müssen wir irgendwas mitnehmen? Nee, aber ihr könnt euch ja Nee, wir schon für machen das morgen Eisfischen, vorbereiten. oder? Ist das das mit dem Eisfischen? Ja, es ist das mit dem Eisfischen. Oh, da habe ich ja jetzt einiges an Vorteil dieses Jahr. Naja, dann gewinn halt wieder. Ich glaube, das hattest du eh schon gewonnen, oder? Weiß ich nicht. Du bist ein Streber. Man Also, kann nicht. Oh. wenn ihr wollt, es sind für jeden drei Energietoniken dabei. Erstmal Granatäpfel einlegen hier. Erstmal noch Eier sammeln und Wie dann können wir schmecken eigentlich denn los. eingelegte Granatäpfel? Huch. Boah, könnte ich eigentlich mal machen. Ich hätte so viele Granatäpfel. Ich weiß gar nicht, womit legt man die denn ein? Keine Ahnung, ich leg die hier in die Fässer ein. Naja, aber im Real Oh. Life. Bombe, Keine Ahnung, ich kenne das Bombe. sonst nur so wie saure Gurken. Das klingt nicht sehr Ich hab lecker. ne Bombe. Vermut mal sauer einlegen, ist irgendwo, müssen wir eigentlich hin? Müssen wir an den Strand? Kann das sein? War das nicht vor Marnies Haus? Stimmt. Gut, dass du mir hinterherläufst, Felix. Du Immer bist halt. derjenige, der Plan hat, bitte nicht vorangehen, ne? Ja, Ach, komm so hier. ungefähr. Warum hast du so viele Du bist Bomben faul. dabei? So, ich warte Weil auf wir euch. da morgen in den Dungeon gehen wollten, dachte ich. Lumi, kommst du mit? Wie sieht's Bin auf dem aus? Weg. Humming. Ich hab irgendwie Bock auf Braten, jetzt wo Felix vorhin gesch Quatsch, Felix, Xeli vorhin geschrieben hat, der Braten wurde in die Röhre geschoben. Oh, lesen wir wieder vor. Wenn willst. Joa, Wie jedes komm. Jahr. So. Ich. Oh, Eis! Ein wunderschönes Material für Skulpturen, aber so vergänglich. Aber wenn du mich fragst, macht das die Kunst noch besser. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich mach heute beim Eisfischen mit. Warum nicht? Aber Willi ist kaum zu schlagen. Tut mir leid, aber diese Eiszinnen verlangen meine volle Aufmerksamkeit. Lea ist die Beste im Spiel. Ja. Willst du nicht vorlesen, Jodi? Ich kann nicht, weil du da stehst. Der Wald sieht im Winter wunderschön aus, nicht? Wie läuft der Winter für dich bisher, Lurk? Wie läuft der Winter für dich bisher, Lumida? Ich mag den Winter, es ist so friedlich. Haller fragt, ab wann man an Heirat denken sollte bei dem Spiel. So früh wie du willst. Jo.
Wenn es nach mir ginge, hätten wir stattdessen eher ein Pizzafest in der Kneipe. Oh. Gott, wie romantisch. Meine Frau zieht mich für das hier in die Kälte. Habe ich dir je erzählt, wie George und ich uns das erste Mal getroffen haben? Er hat mich tatsächlich mit einem Schneeball in diesem Fest hier abgeworfen. Es war damals ein Gentleman und hat sich sofort um mich gesorgt. Aber er hat doch voll mit dem Schneeball geworfen. Ja, aber das hatte ich in der Schule auch mal. Hat mich jemand mit Blättern abgeworfen und dann sind sie unter die Brille gerutscht und da geholfen, sie rauszumachen. Das fand ich voll süß. Da war ich 12. Okay, ich muss also einer Frau erst was Unangenehmes beibringen, um mir dann zu helfen, es wegzumachen, dann bin ich der Held. Geil. Nein, man spielt halt zusammen und albert blöd rum und dann merkt man, dass man es übertrieben hat und dann muss man sich entschuldigen. Das ist so ein Anti-Hero-Ding. Mit dem kann ich gar nicht reden. Ich bin nicht sonderlich kreativ, was Schneemänner betrifft. Kann ich nicht mit dem nicht reden, Lumi. Du bist weiterhin dran. Ja, nee, dann lass jetzt Heiltaler und warte, bis du das machen kannst, was sie gerne isst. Was soll ich machen? Vorlesen! Achso, Entschuldigung. Ich will ihm eine Karottennase verpassen. Was für eine Art Schneemann sollen wir machen? Einen klassischen Karottennase-Zylinder-Schal, etwas abgefahrenes Eisantenne, Kiefernzapfen für die Augen. Schneemänner sind langweilig, lass die Fantasie spielen. Ich glaube, wir haben letztes Mal den abgefahrenen Schneemann genommen, wenn ich mich nicht irre. Machen wir mal langweilig, komm, wir beschimpfen sie. Ich bleibe vielleicht doch bei etwas Bewertem. Okay. So, du sagst auch klassisch, okay. Was sagst du? Ich habe jetzt auch Klassiker genommen, aber Mira sagt sie, manchmal sind Klassiker einfach ungeschlagen, nicht? Ich habe gesagt, sie soll die Fantasie spielen lassen. Ach so. Wow, dieser Schneemann muss echt überarbeitet werden. Von wem ist der? Warum hast du gesagt, du sollst die Fantasie spielen lassen, wenn du vorher sagst, nehmen wir mal das Klassische? Nee, ich habe gesagt, Fantasie spielen lassen und dann sagt sie, dass sie scheiße findet. Nee, du hast aber davor auch gesagt, okay, nehmen wir mal das Klassische, okay, egal. Emily hilft mir ganz ohne Anlass. Bedeutet das etwas? Ja, tut mir so leid. Dieses Mal gewinne ich beim Eisfischen. Willi zu schlagen könnte aber ein Problem werden. Er macht ja sonst nichts anderes. Schneemänner sind okay, denke ich, aber ich freue mich hauptsächlich dafür auf den Frühling. Die schöne Kuh. Hier ist deine Frau, Felix. Ja, von Heilig. Die ist doch schwanger, warum steht denn die hier einfach mit dem Mini rum? Sondert. Tja, weil sie es kann. Bitch halt. Oh. So ist das mit Bitches. Ich kann sie nicht ansprechen, weil du da bist. Wo steht denn die Mini rum? Winter ist nicht nur schlecht. Im Schnee zu spielen kann lustig sein. Rau. Ah. Den hab ich nicht. Der Schnee ist so kalt, dass ich meine Finger nicht mehr fühlen kann. Was hältst du von meinem Schneedingens? Von meinem Schneedingens? Hey Schatz, schau, da bist du! What? Wow! Ja, Haley steht beim Vater ihres ungeborenen Kindes. So sieht's aus. Wow. Okay. Und beim Vater ihres ungeborenen... Nee, macht sie nicht. Nicht Haley. Doch, Haley. Abigail ist ja die da. Haley hier steht beim Vater ihres ungeborenen Kindes. Der bestand die ganze Zeit nicht. Der war gerade woanders. Nee, Alex steht schon die ganze Zeit da unten. Ja, aber Felix ist doch mit Haley zusammen. Hast du vorher nicht mitbekommen, dass sie in Wahrheit mit Alex gevögelt hat? Ach so. Oh, das ist so. Ich habe einen riesigen Fisch da unten gesehen. Ja, schön für dich. Kalt? Nee, mir wird nie kalt. Ja, wir passen echt nicht zusammen, Schatz. Hey Ben, machst du mit dem Eisfischen mit? Oh, ich nicht. Ich habe keine Ahnung von Angeln. Hm. Deswegen ist er auch noch Single. Sagt, ja, machen wir's. Mir tun all die armen, frierenden Tiere da draußen leid. Extreme Temperaturen können deinen Körper sehr belasten. Also zieh dich warm an. Oh, und vergnüg dich gut auf dem Fest. Tut mir leid, dass es kein Essen gibt. Geduldig bis zum Fest des Wintersterns, du wirst tagelang vollgefressen sein.
Weißt du was? Ich hätte vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Hey Ben, bereit für das Eisfischen? Hast du geantwortet schon? Ja, ne? Ich hab schon geantwortet, ja. Ja, und ich werde dich schlagen. Wir werden sehen. Nip, 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 nip. Geradeaus. Wir sind da hinten noch. Der beim Schreiner im Keller wohnt, ja, das ist der, den will ich eventuell auch heiraten, den Sebastian, aber ah. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Der Penner ist da hinten noch. Der Penner, sei mal nicht so arschig. Das ist unser Freund. Ja. Er hat mir von Sashimi geschickt. Lego bauen ist eine Kunst, die ich von Bewohnern der Tundra hinter der gefrorenen See gelernt habe. Das war vor vielen Jahren. Ein Iglu ist ein nettes Zuhause, aber es ist einfacher, das ganze Jahr in meinem Zelt zu bleiben. Das ist ein zuerst Abigail geheiratet hat und nicht Lea, obwohl er total auf Lea steht. Wer hat Abigail keine geheiratet? Ach so. Hat zuerst Abigail geheiratet. Kann man sich wieder scheiden lassen? Wie ich. Ich glaube nicht. Weiß nicht mehr. Nein, kann man nicht. So, jetzt müssen wir zum so durch, oder? Ja, den Zauberer haben wir nicht gefunden, gell? Der rennt doch eigentlich auch immer irgendwo hier rum, oder? Stimmt. Vielleicht ist er in einem Igloo. Na. Egal, dann lass uns Eis fischen. Eben. Der ist diesmal anscheinend nicht da. Ja, logisch. Felix steht davor, ich kann nicht mit dem quatschen. Dann mach du es. Kann er, glaube ich, nicht, oder? Kann doch nur der Horst normalerweise. Der Horst. Willkommen zum Fest des Eises. Felix, jetzt hau da halt mal ab, ey. Das heutige Highlight ist das Eisfischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet und mit Fischen gefüllt. Aha. Mit Fischen gefüllt? Habe ich mich da schon mal drüber gewundert? Das ist nicht schlimm, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Da wundere ich mich jetzt drüber. Aber guck mal, ich lasse auch Abdrücke im Eis, also wirklich im blanken Eis, habe ich Fußabdrücke. Ich bin ganz schön schwer, glaube ich. Okay, also seid ihr bereit? Ja. Nee, ich muss Fußabdrücke machen im blanken Eis. Zu spät. Jetzt geht's los. Jetzt du hast auf mein Jahr nicht gewartet. Du hast nur Felix sein Jahr gewartet. Das finde ich frech. Ja, okay, alle zusammen. Lasst uns das diesjährige Eisfischen beginnen. Alle da, links und rechts noch schon kurz geschaut. Kandidaten, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten mit den bereitgestellten Angeln zu fangen. Ihr müsst eure Fische hier aus diesen Esslöchern angeln. Was, Esslöcher? Gut. Sind alle bereit? Nicht es. Los! Oh. Ja, toll. Ich hab schon eine Grünalge gefangen. Ich hab schon einen Fisch. Ich hab meinen ersten Fisch. Dauert ewig. Oh, falsche Richtung. Hallo? Ich drück doch zur Seite. Du musst die Maus dir richtig positionieren auch. Oh, schon wieder eine Grünalge. What the fuck? Oh Mann, ey. Ich bin so blöd für das Spiel heute. Oh, hier gibt's aber Musik. Ja, bei mir jetzt auch. Soll ich Willi mal die Sachen wegangeln? Ja, mach das mal. Ich muss mich kaum bewegen mit meinem komischen Angeldingensbummensbereich. Ich weiß, mal, Fisch hat, sind sie leicht zu fangen, aber bis man mal einen dran hat. Ich hab schon ein paar. Ich hab schon 3. Ich bin jetzt beim 3. Beim 4. jetzt. Ich hab ja auch erstmal 3 Mal in die falsche Richtung geangelt. Kann ja was dafür, außer du. Oh shit. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich 5. Seh mich diesmal besser bin. Wie viel Zeit haben wir noch? So, oben links siehst du es, 40 Sekunden. Ich kann nicht hingucken, ich muss mich konzentrieren. Benny wird's machen. Ich hab schon 5. Wie immer. Bin jetzt beim 6. Ich hab jetzt nur 5. Also, ich bin jetzt beim 6. Dann ist es doch sogar noch ein knappes Rennen hier. Grüne Algen sammeln. Nee, jetzt hab ich schon 6. Oh. Jetzt hab ich 5. Oh, toll, eine Jojo-Dose. Zählt das als Punkte? Ich hab heute Glück, ey. Oh, ich hol mir den 7. Fisch noch. Voll. Mein 6. Ja, 6 werden es wohl auch. Irgendjemand muss ja gewinnen. Na jo. Ich bin der Meisterangler bei uns, ja. Ist ja okay. Benny hat gewonnen. Ist unfair. Ja. Ich bin unser Meisterangler.
Ich habe nur 6 Fische, 2 grüne. Ich habe Angellevel 10. Fand mein Maximum waren 9 Fische. Mhm. Das ist ordentlich. Das ist sportlich. Wow, das sind eine Menge Fische. Oh, dieser Geruch. Frischer Fisch stinkt nicht. Nun, kommen wir zum Gewinner. Die haben den ja gefüllt mit Fisch, vielleicht ist er nicht frisch. Mhm. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Und was hast du gewonnen? Ich weiß es noch nicht. Ben, mit 7 großen schleimigen Fischen. Hier, ist dein Preis. Viel Spaß damit. Das ist aber Lumi, vor dem du stehst. Du brauchst gleich eine Brille. Mein Preis. 2000 Gold erhalten. Okay, das ist okay. Mag die Musik. Kann ich glauben, dass ich gewonnen habe. Nun dann mal ab nach Hause. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber es war trotzdem lustig. Dann gehen wir wieder nach Hause. Du wolltest jetzt noch was abholen. Ach, das ist 22 Uhr. Hm. Müssen wir doch morgen machen. Ah, da. Es ist doch scheiße. Ist das ihr so? Könnt euch aber schon vorbereiten. Ich bereite gerade vor, wir brauchen Bier, ja. Ja, warte mal, der macht doch um 9 auf und um 10 können wir rüberfahren, oder? Um 9 können wir rüberfahren. Ach, wir wollen in die Schädelhöhle. Um 10. Um 10. Der Bus kommt erst um 10. Dann halt um 10. Ich habe schon 999 Steine mit. Ja, aber dann passt das doch. Treppen bauen können. Treppen nur, wenn die Gegend voller Monster ist. Dann hole ich um 9 meine Spitzhacke ab und dann treffen wir uns um 10 an der Bushaltestelle. Naja, eben. Hab ich doch gesagt. Oh Gott, ey, mein Arsch tut weh. Ich brauch dringend so einen Gaming-Stuhl. Dann steckt eure Energietoniken bitte ein, dass ihr noch vorzeitig flöten und geht. Und Eis. Eis ist meins. Und Kürbissuppe. Die Kürbissuppe. Bomben haben wir auch dabei. Bomben habe ich alle. Oder wollt welche Kürbissuppe hieß hier? Keine Kürbissuppe. Ach, ja, weil wir Idioten keine Kürbisse angebaut haben. Jetzt kann ich gar nicht mehr welche nachmachen. Mensch, ihr habt hier noch, jeder hat noch 3 Energietoniken hier. Ich hab noch 2 Kürbissuppe. Ja, aber die verhöht halt Glück und Verteidigung. Die verhöht? Die erhöht, Mann. Die verhöht halt Glück und Verteidigung, Mann. Wir haben keine Kürbisse mehr hier. Wir haben keinen einzigen Kürbis. Warum haben wir keine Kürbisse mehr? Wer hat denn geerntet letztes Jahr? Ich hab doch gesagt, schon allem 6 aufgeben. Im Gewächshaus müssten welche sein. Warum soll denn Kürbis im Gewächshaus sein? Weil ich es angepflanzt habe. Wirklich doofe Frage, aber. Ich geb hin. Wie immer. Mal gucken. Ob es irgendwas anderes Sinnvolles gibt, was ich kochen kann. Wie immer. Du gehst immer pennen. Irgendwann. Kann mal bitte irgendwann sagen, wenn 1.30 Uhr ist. Es ist 0.40 Uhr. 50 Meter. Ja, gerade eben war es noch 40. Das ist schon nein, ich will kein großes Ei essen. Miau. Miau. Wie Bier haben wir eigentlich inzwischen? Bei oh. Fischen. Nein, ich will es dahinter. Ich will es dahinter aufmachen. Alter. 15 Bier. Miau. Okay. Meine Katze hat Spaß. Ich habe letztens aus einem Restaurant so ein Deko-Ball geklaut. Haben wir noch Auberginen und Tomaten? Ein Auberginen-Parmesan ist fast 1.40 Uhr. Ja, ich glaube schon, dass wir noch Auberginen haben und Tomaten. Aber wir müssen nächstes wir Jahr bitte dran denken, dass wir manches von manchen Sachen aufheben. Wir haben natürlich viel aufgehoben, aber das ist dann links oben so bei der Verarbeitungstruhe. Da wo auch die hier Saftpressen und so stehen. Gleich mal. Alter. Nur einschlafen, wir haben was Wichtiges vor heute. Und erstmal jetzt hier entspannt nach hinten lehnen. Ich mach mal hier richtig schön. Ich arbeite jetzt eigentlich in einem anderen Cluster, aber ich bin halt abberufen worden und es war halt sehr anstrengend heute. Hey, oh ja, ich hab mir gerade überlegt, was ich tun soll. Ich bin es nicht gewöhnt, so viel Freizeit zu haben. Dann koch doch was! Die Geister sind heute gut drauf. Nice. Ich hab sogar ja noch Reis drin, fällt mir gerade so auf. Ja, Auberginen, Mais. Oh, ihr kommt jetzt einfach, ich bunkere euch jetzt bei mir. Sehen die anderen nicht, dass ich's hab. Eventuell habe ich auch Essen für mich gebunkert. Ich habe euch auf jeden Fall mal Kürbissuppe gekocht. Meine Geister sind auch gut drauf. Und es wird schneiden. Wir hauen jetzt mal alles weg, was ich nicht brauche. Ich habe jetzt keine Lust, das zu sortieren.
Lalalala. Irgendwie ist meine Stimme heute ein bisschen angekratzt, habe ich das Gefühl. Ich bin nur nicht sicher, warum. Und ich habe jetzt einen tieferen Tisch, da ist der Mikrofon aber fast ein Tick zu kurz. Hier ist übrigens Auberginen in der Dingensbummens angebaut sogar. Und Kürbisse auch. Wir müssen Tomaten anbauen. Tja, das ist, glaube ich, zu spät. Außer das sind ja Tomaten, aber ich glaube, das sind keine Tomaten, wäre mein Tipp. Das lohnt sich jetzt fast nicht mehr, hier noch zu abzuholen. Und gleich los zum Schmied. Nee, das sind Kaffeebohnen, die wir hier noch haben. Ein neues. So, Lumi, ab zum... Ja, ich dann schaffe ich beweg die Tiere. Dich! Dann schaffe ich die Tiere jetzt halt nicht. Ja, mein Gott. Muss Felix die Tiere machen, Kappa. Die werden nur eh Tag ohne dich aushalten. Werden sie. Aber dann mögen sie sie nicht mehr. Natürlich mögen sie mich dann noch. Nee, ich würde dich nicht mehr mögen, wenn du mich einen Tag vernachlässigst. Was bist denn du für ein Arsch? Gibt noch hinterm Wasser. Halt ein Katzenmensch. Der Wasserplatz bei der Kirche ist noch ein Hautauf. Katzen mögen einen auch noch, wenn man so einen Tag vernachlässigt. Oh, falsches Ding. Aber die behandeln sich erstmal wie den letzten Arsch für einen halben Tag lang. Ach, dann Quatsch, mögen sie erst wieder. Katze an. Länger. Ich habe auch schon Hunde erlebt, die haben extra aufs Kissen pinkeln, bloß weil man nicht also, da war. Wenn ich eine Woche in Urlaub bin mit meiner Freundin und bloß mein kleiner Bruder zum Füttern kommt, dann guckt die dich 3-4 Tage mit einem Arsch an. Oh toll, ich habe also einen Bock. Nicht mit einem Arsch. Nicht mit dem Arsch an, muss man ja eigentlich sagen, weil wenn sie dir einen Arsch zeigen, mögen dich Katzen, ja. Ein Twitch-Update fürs Handy? Okay. Ich bin jetzt auch an der Bushalter. Wo gehören denn Auberginen? Ja, Benni fehlt. Komm, Ben, komm. Wir können uns auf dich so warten. Ich hab halt noch das Gewächshaus. Die ist doch eh noch nicht da, was wollt ihr? Jetzt ist sie da. Ja, jetzt bin ich ja auch da. Ich hab vor Felix das Ticket gekauft, also lass mich in Ruhe. Ich hab das Ticket. Mit euren Frisalien, bevor wieder, bevor ich hab das Ticket vor Felix gekauft. Lasst mich in Ruhe. Cool, ihr schneit's nie. Ist auch die Wüste. Oh, schnell, 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 schnell. Jetzt mach ich keine Hektik. Ich hab keine Totems gecraftet, verdammt. Das hat man vielleicht noch jetzt mach ich keine Hektik. Es ist zu spät. Wir schaffen das schon. Miau. Mach die hier Hektik, ey. Oh. Kann grad Nikira. Ist ja eine gute Stadt. Miau. Oh mein Gott, wir brauchen Iridium. Miau. Och, Kira, Schwertwand! Bis 31, ja, wenn wir halt verrecken unterwegs, ist auch nicht schlimm. Bin mit seinem Hack-Klick. Hack-Dick. Entschuldigung, Hack-Dick. Hack-Dick. Was Hackschwanz? Der Dialekt macht keine Hacktik. Er schubst den noch zu mir. Und jetzt wegrennen. Genau. Da geht's runter. Oh. Einfach im Stich lassen. Da gab's eine Waffe. Du bist ein Seridium, ne? Oh nö. Oh oh. Oh, oh. Ein Hammer. Ein Hammer. Fuck. Okay, perfekt. Ja, warte, ich muss mitnehmen. Wartet bitte mal, ich muss erstmal. Ich muss mich auch heilen. Na. Ich noch nicht. Ich guck schon mal, wie es aussieht. Oh. Was ist denn los? Nee, ich wollte einen Pilz essen und habe aber ausgelöst, dass du den nimmst. Habe ich nicht genommen, glaube ich. Ja, hast du auch nicht. Ich war in dem Moment auch in einem Menü. Die Viecher machen unglaublich viel Damage. Ja. Entsetzend. Hier geht's runter. Jo. Geister! So. Mumia ignorieren am besten. Ihr könnt aber, hau die mal in der Plank, da kann ich die. Runter. Wupp, wupp. Achtung, Gegner kommen direkt unten. Lumi hat alle tot gemacht. Nee, hat sie nicht. Ja, vielleicht sollten sie vielleicht auch ein bisschen Riesenblatt ignorieren, ich weiß es nicht. Oh, du stehst da schlecht. Ja, ich bin schon tot, gleich. Noch mal Hit und ich bin tot. Ich komme ja auch gerade nicht weg. Hart.
noch so bin. Puh, bin wieder fast voll. So, den anderen Schleim einfach in Ruhe lassen. Hier kommen noch mehr Schleims. Da kommt noch was geflogen. Ah. Oh, jupp. Ich hab's gehört. Oh Gott, ja, zu mir. Genau zu mir. Okay. Da ist ein Loch. Dann teilen wir uns jetzt aber auf, oder was? Also ich bin 3 gefallen. Wie weit seid ihr? 3. 6. Okay, dann müssen wir irgendwie zu Ben kommen. Soll ich mal ganz schnell uns ein bisschen und... Ja, ich hab Treppen. Okay, dann kommen wir 3 runter. Ja, warte. Du musst auch mal bitte das Schwert in die Hand nehmen. Zack, komm. Oh, Achtung, da habe ich schon die nächste Treppe gebaut, weil ich dort mich nicht fighten wollte. Und da ist auch noch einer. Sehr schön. So, wartet mal, ich muss mich mal ganz kurz... Oh, fuck. Was kommt geflogen? Lebst du noch? Musst du noch heilen? Die ja, ich muss mich erstmal heilen. Ich erst mal kurz mach hier so eine Bombe hin. Mach mal. Vorsichtig. Da geht's dann auch runter. Und alle geheilt sind. Uiuiui. Kommst du? Ich bin hier. Wollte kurz den Akkuschleim noch loswerden. Natürlich erstmal heilen. Mach ich auch. Weil wenn. Ja, nein. Ich will dir nicht geben. Nein. Ich hab einen Eingang. Okay. So, hier. Spannend. Kampf. Ich kümmere mich um den Geist, der sucht einen Eingang. Okay, ah. Oh, der Geist kommt zu dir. Wieder zu mir. Oh, da ist der Eingang. Oh Gott. Komm her. Okay, du hast das gemacht. Nice. Ah, diese scheiß Schleims. Jetzt auch mal ich erstmal meine Kürbissuppe. Ich hasse Slimes. Weil Slimes so viel aushalten, sind schrecklich. Dann müssen die, wenn wir die Großen gar nicht erst machen, dann werden die nicht klein und dann werden sie nicht so ätzend. Uiuiuiui. Wie ist denn der an dir vorbeigeflutscht, Benny? Ist das wirklich Wissen? Ich glaube, ich habe Glück. Hier geht's runter. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Da geht's direkt nochmal runter, deswegen sagst du es 2-mal. Genau. Das war kein Leck. Nerve von wegen, macht's endlich. Hier geht's runter. Und hier geht's aber direkt wieder runter. Ich muss doch looten. Nein, nix looten. Wir haben keine Zeit, ich will Level 100 erreichen. Das sehe ich irgendwie schwierig. So, jetzt müssen wir am besten innerhalb die ganzen... Oder wir gehen direkt weiter mit einer Treppe. Da müsste ich also eine craften. Mach! Joa, mach eine. Bei den Mumien. Die ätzen. Oh! Ich kann nicht alles gleichzeitig hier verteilen. Ja. Uiuiui. Oh, warte, da kommt was. Irgendwo fliegt gleich was. Muss das futtern? Oh, oh, ich bin kurz vorm. Dann Futter. Dein Energietonikum. Ah! Oh. Da kommt's! Oh, da kommt's. Also da. Jetzt gleich noch was, glaube ich. Ja. Soll nicht derjenige mit der Goldspitzhacke hier den ganzen Quatsch machen? Ich habe eine Iridium-Spitzhacke, aber ich muss gerade kämpfen. Iridium-Spitzhacke. Hier geht's runter. Ja, wir sind irgendwie zu. Wir haben kein Glück für Löcher irgendwie. Wenn das ein Loch, das ist halt tagesabhängig. Vielleicht erreichen wir wenigstens 25. Das gibt's ja auch schon mal so eine Zwischenquest. Die ich nicht habe. Glaube ich. Das ist Iridium! Aber das ist eine fucking... Iridium. Iridium ist wichtig. Ach, ficken, ey. Hä, was? Was ist denn jetzt mit dem Skelett los? Das steht bei mir immer noch da. Das erholt sich. Das ist einfach nur gestunt für eine kurze Zeit. Eigentlich tun die sich hinlegen. Hat's nicht gemacht. Ist auch hingelegt. Bei mir nicht. Ich bin schon auch noch da. Okay, wenn wir beide auf die gleichen hacken, das hat keinen Wert. Ja, vor allem nicht, wenn du schneller bist. Das kann doch echt nicht sein. Also diese einzelnen Brocken lohnt sich halt auch. Ich mach da unten eine Bombe hin. Ja, ich könnte schnell eine Das bringt bei den Skills. Ja, ist wir haben. Ich
Bei den Skeletten bringt nur bewusstlos schlagen und durch eine Bombe töten. Ja, wie beim guten alten Zelda. Echt das? Zelda? Ich glaube schon. Sag mal so, Energie habe ich genug. Das ist nur die Zeit, die uns wegläuft. Ja, Tito. Irgendjemand baut eine Bombe. Nee, der Felix hat eine Bombe hingeknüppelt. Ihr wart da nicht. Naja, aber, ja. Das war nicht mal in der Nähe, ist schon richtig. Okay, hier geht's runter. Lol. Das ist ja unlucky. Uah, Achtung, Mumie direkt beim Eingang. Oh, hätte ich vielleicht was sagen sollen. Hier geht's runter. Gleich kommt ein Viech geflogen. Da ist Smaragd oder... Da ist es. Okay, ich muss was essen. Wie doch schneller als du. Geht hier im Kreis. Ja, gibt's auch in der normalen Mine. Aber das heißt ja nicht, dass trotzdem auf dem Weg gibt's manchmal einen Durchgang. Ja, die Energie habe ich eigentlich genug. Mein Problem ist immer die HP. Jetzt gibt's wenigstens mal Musik. Ist schon wieder 19. Nee, bei mir ist keine Musik. Bei mir ist gerade voll die schöne. Ich mag die Minenmusik total. Schon wieder 19:50 Uhr. Das werden wir nicht schaffen. 25 sind übrigens mittlerweile. Ja, ich hab's gesehen. Das ist halt, wir hatten halt echt kein Glück, wir haben kein einziges Loch gefunden, oder ein Loch haben wir gefunden, ne? Ja, da. Und aber da ich finde die Methode eigentlich ganz gut, dass jeder von uns Steine dabei hat und wenn wir ein Loch finden, springen wir alle runter und die Leute, die jetzt nicht so weit gesprungen sind, bauen dann halt einfach zusammen Treppen. Hier, Loch. Ja. Wo? Bei mir. Wir müssen ein ganz Stück weit vorgehen, aber tu dich jetzt mal ranhalten. Bin am Rennen, ich komme. Ja. Okay. 6 Ebenen wieder. 4 Ebenen. Ich wollte 5 Ebenen. Felix, du musst zu mir. Ja. Oh, fuck, hier ist ein Viech. Zack, bin. Brauchst du? Ja, nee. Ich muss aufpassen, gell? Moment mal, das ist ja eine Krabbe. Dann baue ich jetzt. Ja. Zack. Okay, aua. Hier wimmelt's von Monstern. Hier bauen wir am besten direkt eine Treppe. Oh, hast du schon, okay. Buschler war ich schon. Der hat gerade was zu essen. Oh. Wir müssen ja auch ein bisschen Übung reinkriegen, ja? Also wie wir das zusammen machen und so. Ja, und mich am besten nicht mit der Mumie allein lassen. Das ist noch so langsam. Einfach ausweichen. Ich sollte vielleicht noch wollte was essen. Futtern. Nom, Eis. Ich habe 10 Eis gegessen hier unten in der Mine. Das hat mich über Wasser gehalten, ja? Ich habe auch viel, viel Eis gegessen. Nervt mich, dass wir nie bis Level 100 kommen. Wie soll man das alleine schaffen, ey? Ich bin allein. Loch. Ich hab Loch und ich hab Dingens einfach normal runter. Loch? Ja, ich hab ein Loch. Ja. Aber warte mal, wir müssen erstmal die Mumie. Nein, spring einfach. Loch. Tschüss. 7 Ebenen. 3. Ich bin nur 40. Okay, wir müssen bald zurück. Dann bau. Deshalb kann ich auch mal eins bauen. Oh, das ist Iridium. Ja, bau. Hol das mal. Ich hol's Iridium, du baust. Baust du? Ja, ich baue. Pass auf, da kommt was. Oh. Wie lange brauchst du denn zu bauen? Das sind aber viele Mumien. Vor allem zum Auswählen. Sind wir es bei Benny? Viele Mumien, ansonsten ist alles okay. Wir müssen noch eins runter bauen, Felix. Ja. Klar, Geister fliegen mich an, ich baue. Bau! Ich baue das nächste Mal auch welche, dann musst du nicht alleine bauen. Okay, nee, jetzt, ich hab. Bist du, auf welcher Ebene bist du denn? 41 jetzt. Okay. In der 40 gibt's schon eine Dingens. Ab 40? Okay. In der 40 gibt's schon eins. Mhm. Was? Oh, eine Treppe. Eine Treppe baust du, Felix? Ja, jetzt bin ich 42. Hier können wir normal. Ja, ab hier. Ben hier normal. Bin schon gebaut. So. Okay, jetzt sind wir wieder da, sehr schön. Schub sie zu Benny. Bevor ich selber drauf gehe, dann lieber Ben. Hier geht's runter. Jetzt geht's direkt wieder runter. Oh, pass auf, da kommt was, Lumi. Oh, fuck, ey. Die Viecher sind aggressiv. Aber sie sollten vielleicht zurückgehen, oder? Die 45 können wir von mir aus noch machen, wenn du jetzt hier eh noch eine Treppe hast, aber das ist nur für irgendwie, keine Ahnung, gibt's eh nichts zum Speichern. Ah. Nee, zum Speichern gibt's ja. Wir sollten hier rausgehen.
von der Zeit her, sonst kommen wir nicht rechtzeitig zurück. Ja, okay. Jetzt heute erreichen wir eh nicht mehr 100, aber das war ein guter Versuch. 45 ist damit unser Rekord bis jetzt. Zu dritt. Ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt. Alleine würde ich das nie machen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe alleine, ist 50 oder 60 war mein Rekord alleine. So. Ich fahr schon mal. Ja. Ich komm auch. Brumm, brumm, brumm. Noch Viecher. Treffen muss gelernt sein. Läuft bei dir. Ich wünsche, dass du da bist. Lumo fragt sich, wo du warst. Wer ist denn. Achso, das Pferd? Ja. Was wünschst du mir? Bei mir kam gerade links unten die Einblendung. Ich wünsche, dass du fürs Abwarten und Zugucken elend dich draußen einschläfst. So. Mir kam gerade die Einblendung, Lumo fragt sich, wo du warst. Ist Lumo das Pferd? Ich glaube. Weil ich es hab stehen lassen. Ja, steht es nicht mehr da. Ist heimgelaufen. Nee. Es wurde heimgelaufen. Pyro, was ist denn da? Ach, dein Ball ist hier, hä? Kampfstufe 4, plus 5 LP. Kann jetzt den Kriegerring herstellen. Ich hab immer noch keinen Level up. Was macht denn der Kriegerring? Gibt ja, glaube ich, ein bisschen mehr Angriff. Nee, ich hab den nicht, ich hab einen anderen.